Gut, jetzt nochmal ein sinfonisches Werk, die Sinfonie Nummer 3, die gilt, ich kann jetzt gar nicht mal sagen, wo ich das gelesen habe, die gilt als seine stärkste, weil man das ja, das ist ja immer alles hier Geschmackssache. Er selbst fand das, glaube ich, gar nicht mal, aber erzählte sie, er hat, das können wir jetzt hier der nächsten Folie entnehmen, er hat nur drei seiner Sinfonien gelten lassen, darunter eben auch diese dritte. Dieser Text, den habe ich auch wieder mühsam recherchiert, weil ChatGPT nur Unsinn abgesondert hat. Das hier ist ein längerer Aufsatz über nicht nur die dritte Sinfonie, sondern über alle Sinfonien. Der geht jetzt etwas sehr weit. Und ich habe da unten was fett gedruckt, da können Sie auch schon eine gewisse kritische Distanz des Rezensenten sehen, weil er schreibt eben, Melodiebildung, Harmonien, Verarbeitungstechniken der Durchführung und die gesamte formale Anlage fußen auf Prinzipien der ersten Jahrhunderthälfte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, das war old-fashioned und nicht mehr up-to-date, namentlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber Reinecke hat sich dazu ja bekannt. Da war ja das Zitat, das ich glaube ich jetzt hier noch nicht gebracht habe, dass er auf seine Nähe zu Mendelssohn und Schumann angesprochen und gesagt hat, ich würde nicht dagegen opponieren, als Epigone bezeichnet zu werden. Und das ist aber eben ein technisch, zweifellos ein technisch guter Epigone, der alle Kniffs und Tricks beherrscht hat. Wie gesagt, ich mag die Musik auch sehr, obwohl er insgesamt, wie ich am Anfang schon sagte, halt etwas bieder ist, manchmal etwas mir zu temperamentlos und ja, etwas wenig Überraschungen. Aber jetzt wollen wir noch mal einen Anlauf nehmen und in diese dritte Sinfonie reinhören. Da hören wir jetzt mal zwei ganze Sätze, nämlich den dritten und den vierten. Sie sehen ja, was hier der Aufsatzschreiber über diese Sätze gesagt hat.